Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne meine Flop-Produkte zeigen, die meine Sammlung verlassen müssen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zum einen nehme ich diese Videos auch immer ganz gerne, um euch darauf hinzuweisen, dass ihr euch super gerne unter diesem Video in den Kommentaren suchen und finden könnt, falls ihr zusammen irgendwelche Trash-Pakete starten möchtet oder so. Ja, dann habt ihr hier so eine Plattform und eine Möglichkeit, euch zu suchen und zu finden. Und so haben sich auch tatsächlich schon einige Gruppen zusammengefunden. Ich bin schon Teil von 3 verschiedenen Trash-Paketen, weshalb diese Produkte definitiv ein liebevolles Zuhause finden werden. Denn wenn ihr das Video seht, dann sind die schon sowas von weg, weil ich bin in 3 Trash-Paketen drin. Ich habe die Mitgliedschaften hier ja auch bei diesem Kanal, wo ich dann auch immer wieder die Produkte reinstelle, sodass man sich dann da auch was aussuchen kann und ich das dann halt auch versende. Das ist ab einem gewissen Grad, dass man das kann und schaut einfach mal vorbei. Unten in der Infobox habe ich euch das auch verlinkt oder ihr klickt auf Mitglied werden. Da seht ihr die einzelnen Mitgliedschaftsstufen oder ich habe sogar schon ein Video dazu gedreht, das weiß ich noch gar nicht. Außerdem ist es so, dass meine Mädels bei mir aus der Clique sich auch immer sehr darüber freuen, wenn sie das ein oder andere Produkt verwenden dürfen, wenn sie das halt bekommen, weil ich habe den Mädelsabend einmal im Monat und dann bringe ich die große Kiste mit und dann können sie die gerne durchschauen und dann findet jedes Teil ein liebevolles Zuhause. So, und dass ich die Produkte nicht mag, heißt nicht, dass sie grundsätzlich schlecht sind. Auch das muss man immer wieder mit dazu sagen. Meine Herren, war ein Disclaimer. Das ist halt einfach nur, dass ich die ausprobiert habe, dass ich sie verwendet habe und dass sie einfach nicht dem entsprechen, was ich halt als darf in meiner Sammlung bleiben bewerte. Und da sich Qualitäten auch immer wieder ändern, da die Make-up-Industrie sich ja auch weiterentwickelt, dafür bin ich ja auch da. Ich bin ja auch euer Versuchskaninchen. Und wenn sich halt Texturen verbessern und man einfach andere, bessere Produkte findet, dann ist es irgendwann einfach so, dass ein Produkt, was man vielleicht auch mal geliebt hat, aussortiert wird. So verhält es sich zum Beispiel mit dieser Palette von Boutique. Das ist die Colors Highlighter-Palette. An und für sich wirklich wunderschöne Highlighter, aber ich finde sie einfach zu krass. Das ist nicht mehr das, was ich so gerne trage. Ich habe es auch letztens mal wieder verwendet und mir gedacht, puh, also tatsächlich verwenden kann ich auch nur den Champagne-Ton. Der Glaze ist mir zu gelb und der Ibiza ist mir zu rosa. Das sieht einfach nicht gut aus, finde ich persönlich. Also jedenfalls bei mir und deswegen wird das auf jeden Fall schon mal weitergegeben. Dieser Highlighter, den ich gerade drauf habe, der sieht von der Entfernung her auch richtig schön aus, ne? Wirklich cool und auch von der Verpackung her und von der Marke her wird man denken, holla die Waldfee. Ja, ja, die Charlotte ist am Start. Der Pillow Talk Multi-Glow Highlighter ist nämlich hier drin. Und der ist mir aber tatsächlich zu grob. Wenn ich mir das nämlich ganz genau so anschaue oder jetzt halt im Hochsommer, wenn ich dann damit in die Sonne gehe und einfach denke, was ist hier passiert? Tinkerbell ist irgendwie auf meinem Gesicht ausgerutscht. Dann ist das etwas, was ich nicht behalten möchte. Ja, das ist krass. Ich weiß. Aber da hier sind noch ein paar mehr krasse Geschichten drin. Das sage ich euch. Also, ne? Seid gespannt. Dann habe ich hier auch noch reingepackt von Madara SPF 50. Das ist so eine getönte Lichtschutzfaktor-Geschichte. Ist mir zu dunkel. Ich hatte die jetzt nochmal irgendwo in der Box drin und dann hatte meine Mama die ausprobiert und dann haben wir die halt quasi ausprobiert und deswegen ist sie schon geöffnet. Deswegen kann ich sie nicht irgendwie in eine Verlosung oder so weitergeben, dass wir dann in einem Trashy oder so landen. Dann habe ich hier auch einen Lichtschutzfaktor von Ultraviolet drin, der per se gar nicht so schlecht war. Ich habe den auch bis hierhin aufgebraucht, also zu einem Drittel. Aber das, was ich hier einfach schwierig finde, ist die Konsistenz. Es ist sehr, sehr ölig und du brauchst sehr, sehr viel, damit es dann auch den Lichtschutzfaktor erreicht. Das habe ich irgendwann auch realisiert, vor allem als es so warm wurde und mir das alles halt so runtergeflossen ist gefühlt, weil ich halt richtig viel dann auch verwenden wollte. Deswegen wird der auch weiter wandern. An und für sich ein gutes Produkt, wenn man sagt, okay, ich lasse die Kirche im Dorf und brauche jetzt nicht irgendwie wirklich 2 Finger lang für mein Gesicht als Dekolleté gedünsten, ne? Ich bestehe aber bei mir tatsächlich sehr darauf. Dann, ich habe die auf meinen Augen, ne? Eine Lidschattenpalette. An und für sich auch wieder ein schöner Look, aber ich habe genug Paletten, mit denen ich auch genau diesen Look schminken kann. Denn das ist einfach nur ein Gelb mit einem Goldschimmer drüber, ein Orange mit einem Orangeschimmer drüber, ein bisschen braun hier draußen vor allem, außen und unten drunter so eine Mixtur aus Lila und Pink. Die habe ich wirklich in mehreren Paletten, weil ich auch sehr, sehr viele bei Beauty Bay Paletten habe. Das ist die Eye Bright, die Bright 2.0. Und die sieht auch sehr, sehr schön aus. Man kann da auch sicherlich noch sehr viel rausholen. Aber ich habe echt viele bei Beauty Bay Paletten und das hier ist jetzt halt eine, die
okay ist, wenn man vielleicht sonst keine anderen hat, aber ich habe halt welche, die ein größeres Farbspektrum bieten. Deswegen wird hier jetzt einfach weitergegeben. Dann habe ich hier von Pixi by Petra eine Maske, Milky Remedy Mask, Soothing Toning Jelly. Also Soothing heißt beruhigend. Das beruhigt bei mir gar nichts, weil das ein super parfümiertes Produkt ist, was ich nicht haben kann. Also für mich ist das nichts. Die habe ich dreimal, glaube ich, verwendet. Es ist nicht meins. Das ist nicht meins. Ich weiß nicht, ob die Kamille dazu sehr riecht oder so, aber es ist wirklich nicht das, was ich als angenehme Maske empfinde. Normalerweise trage ich ja solche Pöttchenmasken gerne morgens auf, während ich meine Zähne putze. Und nein, it's a no. Ja, dann habe ich hier einen Nagellack von Altera Neon Tropic. Wunderschöne Farbe, keine Frage, aber der macht mir den Nagel gelb. Und das, ich habe immer wirklich, ihr kennt meine Nagelroutine, falls nicht, kann ich euch die gerne im i verlinken. Ich mache mir einen Basecoat drunter, ich mache mir 3 Schichten Nagellack oder 2 Schichten, je nachdem wie deckend der ist, und dann einen Topcoat drüber. Nagellack bleibt bei mir ungefähr eine Woche drauf und der hier hat mir wirklich in der einen Woche, wo er drauf war, den Nagel gelb gemacht und das sah echt nicht gut aus und Altera und ich sind, was Nagellacke angeht, wirklich keine Freunde. Jetzt kommen wir zu weiterem Lichtschutzfaktor, das ist Sanoson Lichtschutzfaktor 30. Auch den haben Mama und ich ausprobiert und es war uns halt einfach beiden zu dunkel, deswegen wird er weitergegeben. Dann kommen wir jetzt mal zu Becker. Becker gibt es ja leider nicht mehr und dann fällt es einem umso schwerer, die Produkte dann vielleicht auch ausziehen zu lassen. Aber ich habe mir gedacht, dass ich auch einfach mal realistisch in meine Sammlung schauen muss. Und nur weil ein Produkt rar ist oder wie auch immer, heißt das ja nicht, dass man das nicht dann mal ausziehen lassen kann. Und da habe ich jetzt diesen hier. Ich habe verschiedene Becker-Highlighter und das hier ist der Year of the Red Moonstone. Ich habe Year of the Pig behalten und die Ratte wandert weiter. Das Schweinchen fand ich einfach von der Farbe her schön. Das hat ein wirklich schönes Pressing drin. Es ist halt so ein klassischer... das ist Moonstone von der Farbe her, ne? So ein klassischer von Becker, der mir sehr gut gefällt. Ich weiß gar nicht, was hat denn das Schweinchen? Das ist gewesen einfach nur ein Shimmering Skin Perfector, okay. Wie dem auch sei, die Ratte wandert weiter. Und etwas, wo ich gesagt habe, na, dann habe ich hier einmal alle drin. Ja, aber ich verwende sie nicht. Das ist von Becker, diese Eyelights-Palette Après Chic Low Collection. Die darf jetzt auch einfach mal gehen. Da hast du wirklich so gut wie alle Highlighter-Farben von Becker einmal drin enthalten, ne? Ja, ja, da wird sich jemand drüber freuen. Der Moonstone ist auch wirklich geliebt worden, aber nicht, der hat eine Mini-Kuhle drin, aber sonst. Opal hast du hier noch mit dabei und Rose Quartz, Pearl, Hot Cocoa, Toasted Marshmallow und Topaz. Also hier ist ja wirklich alles drin, was das Herz begehrt. Dann habe ich noch ein H&M-Produkt hier. Das müsste ein Blush sein. Das ist dieser hier in der Farbe Vintage Pink. Sieht sehr, sehr hübsch aus, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, mal nachgekauft, weil Mello Flori das auch mal in die Kamera gehalten hatte. Schaut so aus. Ich finde den sehr langweilig und ich habe sehr viele andere, die mir einfach besser gefallen. Von Jean und Len habe ich hier den Blusher. Den hatten wir mal in der Box mit dabei. Steht gar keine Farbbezeichnung drauf, der ist mir zu dunkel, ne? Ich bin halt auch, also jetzt wirklich in meiner Bräunungsphase, wo ich immer bräuner werde und wo ich meine maximale Bräune ja auch fast schon erreicht habe. Und wenn er dann nicht passt, dann ja. Dann habe ich hier von By Terry den Brightening CC Luminizer, den habe ich von Lookfantastic zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, wie ich den richtig anwenden soll. Ich komme damit nicht zurecht, deswegen lasse ich irgendwem anders die Chance, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Dann habe ich hier aus einer Limited Edition von Rival de Loup die Highlighter Palette. Das ist diese hier. Sieht recht hübsch aus von außen. Ne? Aber das ist halt so typisch wie damals die Sleek Paletten, außer dass du hier halt keinen Cremeton so drin hast. Aber ich greife da nicht so zu. Ich finde die halt irgendwie nicht so ansprechend, deswegen darf die gehen. Dann habe ich hier noch einen Powder Highlighter von bei Beauty Bay reingepackt. Warum? Ach, weil ich den schon geswatcht hatte, genau. Ja, in der Farbe Aura. Ja, den habe ich nämlich dann nochmal so testweise aufgetragen und habe gesehen, dass er mir einfach viel zu dunkel ist. Auch wenn er beautiful aussieht, der ist mir einfach viel, viel, viel zu dunkel, ne? Ja, hatte ich auch mit euch zusammen geswatcht. Ist in dieser Sundown Collection mit drin von By Beauty Bay, wo auch diese mega geile Palette Natasha Denona Dupe Geschichte mit bei ist. Ne?
falls euch das interessiert. Ja, leider ist mir diese Highlighter-Palette gekippt, denn die riecht, beziehungsweise der Kleber, der da drin ist, riecht. Und das ist nicht mehr gut. Luvia meets Maxime Giacomo Prime Glow Kit. Ich wollte es eigentlich für immer behalten. Zum einen, weil ich das sehr, sehr schön finde. Und zum anderen, weil ich auch einfach stolz auf Maxime bin, dass er diesen Schritt damals so früh gehen durfte und mit Luvia einfach ein Produkt rausgebracht hat, was einfach cool ist. Ne? Aber leider, ich halte es hier hin und ich rieche es hier, das riecht halt extrem chemisch und ja, das ist halt leider gekippt. Sowas ist ja auch nicht Ewigkeiten haltbar, 12 Monate. Wann hatte er seine Kooperation? Man will es nicht wissen. Es ist wirklich super früh gewesen, dass ich habe es direkt gekauft, als es rauskam. Ne? Ja, aber ich habe noch super viele andere Produkte, die er in Kooperation rausgebracht hat. Und dann kann man halt immer wieder an diese Highlighter-Palette einfach mal nostalgisch zurückdenken. Dann habe ich hier eine Foundation von Tess Berlin aussortiert. Da müsstet ihr meine Foundation-Testgeschichte auch schon gesehen haben. Die CC Cream mit Lichtschutzfaktor 30 macht nichts für mich. Ist leider nicht so empfehlenswert. Ne? Also ich... Nee, da verwende ich lieber andere Sachen, da verwende ich auch lieber günstigere Sachen. Das muss nicht so ein Ding sein. Und das hat mir das einfach nicht so angetan. Viel zu hell, leider, ist von Danissa Myricks Yummy Skin Serum Foundation. Das ist diese hier. Die ist einfach viel zu hell. Und immer, wenn ich versuche, sie irgendwie hinzukriegen, funktioniert das nicht. 3P? Nein. Einfach nein. Auch wenn die von ihrer Konsistenz her schön ist. Ne? Dann habe ich hier, achso, das machen wir gleich, weil das sind mehrere Sachen. Lash Like a Boss von Essence. Die ist mir zu wenig, die macht bei mir nicht Wawawum, deswegen werde ich die weitergeben an eine Freundin. Ja, das habe ich auch gemacht. Das Revolution Finde Nemo Video, da ist leider auch die Bronzer- und Highlighter-Palette jetzt rausgeflogen. Ja, weil die einfach, ich fand die nicht schön. Also das ist halt schade, ne? Aber... ich sag's, wie es ist. Den Highlighter finde ich zu kühl, den Bronzer finde ich zu warm. Irgendwie ist der auch ziemlich fleckig gewesen. Also das hat mich nicht glücklich gemacht. Und Produkte, die einen nicht glücklich machen und wo man nicht so zu greifen würde in Zukunft, sollte man dann auch gar nicht so groß einziehen lassen. Ne? Gut, dann habe ich Pinsel aussortiert von Love. Die sind jetzt per se nicht schlecht, aber das Ding ist, ich habe so viele so gute Pinsel, dass die jetzt einfach mal gehen dürfen. Ja, also ich muss immer wieder meine Pinsel aussortieren und deswegen hat es jetzt einfach mal die Love-Pinsel getroffen. Die fühlen sich auch sehr, sehr leicht vom Stil her an, ne? Aber ja, man kann mit ihnen arbeiten, das ist gar keine Frage. Aber ja, ich habe halt eine ordentliche Pinselkollektion. Ich habe irgendwie auch einen Fussel an der Nase. Schön. Dann habe ich ein Parfum aussortiert, was... sobald ich das Haus verlasse, weg war von Baldessarini das Bella Parfum. Per se wirklich ein schöner Duft, aber wie gesagt, sobald ich aus dem Haus raus war, ciao Kakao, da war kein Duft mehr da. Von Urban Decay, auch das ist mir viel zu hell. Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator habe ich hier in der Farbe 20 Fair. Viel, viel zu hell. Viel zu hell. Schade Schokolade. Auch von Revolution, oh mein Gott, ja, das habt ihr gar nicht mehr mitbekommen. Ich musste mir den wirklich krass runternehmen. Das ist dieses Lip Plumping Fee Lip Gloss. Aber hier steht überhaupt nirgendwo was mit Plumping oder so drauf. Gar nicht. Und hier steht auch nicht drauf, dass es irgendwie scharf wird. Aber es, ja gut, hier sind Feuerquallen drauf abgebildet. Das hätte mir zu denken geben dürfen. Aber das hat wirklich gebrannt, als hätte eine Feuerqualle meine Lippen berührt. Ne? Ganz, ganz übel. Schade. Ich mag eigentlich die Revolution Glosse. Den hatte ich doppelt. Das ist ein Augenbrauenstift von Revolution. Der darf jetzt einmal gehen. Einmal bleibt er in meiner Sammlung. Den Fresh Blush von Hypoallergenic Belle habe ich jetzt auch aussortiert. Der ist einfach zu, ja, der schimmert. Das ist schön. Aber der ist mir eigentlich zu dezent, wenn ich den auftrage. Dann habe ich hier noch die Infinity Power Lash Waterproof Mascara von Linda Hallberg. Die macht einfach nichts bei meinen Wimpern. Also viel zu wenig. Viel zu wenig. Deswegen auch die wandert zu einer Freundin. Sowas würde ich jetzt nicht in Trash-Paket geben. Ne? Dann habe ich ein Augenbrauengel von Art Deco. Clear Lash and Brow Gel. Das macht ungefähr gar keinen Halt bei mir. Dann habe ich noch die Bare Essentials Eyeshadow Palette. Die ist mir zu öde. Deswegen darf sie gehen. Das macht einfach nur Matschepampe auf meinen Augen. Einen Blush habe ich hier. Oh, das ist ausgelaufen. Das muss ich eben abmachen. Da war noch von vorher was drin, glaube ich, weil das irgendwas Pflegemäßiges war. Beauty bei Camilla Phil, ein Duo Blush, genau, der war mir zu dunkel.
Es schaut so aus, erinnert auch ein bisschen an den Ofra in Kooperation mit Samantha March. Dann habe ich hier noch die Comme Deux Blush-Geschichte aussortiert. Bloom ist die Farbe, auch der zu dunkel. Ja, und jetzt im Sommer schaue ich mir halt auch gerne mal so die etwas dunkleren an, ob die passen. Jetzt heute habe ich zum Beispiel auch einen etwas dunkleren drauf, aber ich finde ihn schön, ne? Aber die sahen halt wirklich übel aus. Genauso auch der hier, der ist mir auch zu dunkel. Der ist einfach zu grau einstichig und das sieht auf meiner Haut nicht schön aus. Von Biokura. Das gibt es, glaube ich, bei Lidl oder Aldi zu kaufen, ne? Genau, das ist mir zu dunkel. Dann habe ich von Rare Beauty dieses Augenbrauen-Kit aussortiert. Stehe ich nicht so drauf, muss ich sagen. Also Augenbrauenpuder ist nicht meine Welt. Wir haben hier auch so ein Pinselvieh mit dabei. Damit kannst du dir das dann auch to go schön auftragen. 1A, nicht für mich. Zwei Pinsel habe ich hier noch. Das ist hier ja einfach so random, ne? Von Lilix und von Brushworks. Das hatte ich beides mal in Boxen drin. Die dürfen jetzt einfach mal weiter wandern. Und zu guter Letzt habe ich hier das La Manufacture Kit, das hatte ich auch mal von Pure zugeschickt bekommen. Habe ein paar Freundinnen von mir auch dazu die Foundations zu angemischt und so. Aber ich muss ganz ehrlich für mich gestehen, dass diese Foundation für mich zu dunkel ist, weil ich könnte theoretisch einfach nur die 1 verwenden. Und das war's. Ne? Das hat eine schöne Haltbarkeit, es funktioniert gut. Die anderen 4 Farben hätte ich alle nicht gebraucht. Und das finde ich dann halt auch irgendwie schon ein bisschen doof, weil jemand, der vielleicht noch ein bisschen heller als ich ist, hat gar nicht die Möglichkeit, diese Foundation zu benutzen. Naja, dazu gibt es noch dieses Moped hier, diesen, ne, und die Gebrauchsanweisung und das Genfi. Ja, das waren jetzt einmal die aussortierten Produkte, die sich hier so angesammelt haben und die hier in meiner Schachtel drin waren. Die wandern jetzt alle so weit weiter, würde ich mal so sagen. Und ja, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welches Produkt, was ich hier gezeigt habe, du eigentlich total cool findest. Oder bei welchem Produkt du mir vielleicht am ehesten zustimmen könntest, dass es ein Flop-Produkt ist. Oder bei welchem Produkt ich dich vielleicht vor einem Fehlkauf bewahrt habe. Lass es mich gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!